Ja, das ist einer der Gründe, weshalb ich Windows so sehr hasse. Dies kann einige Minuten dauern. Ich habe das vor einer halben Stunde hochgefahren in Windows, das HP Spectre RX 360. Und ja, das ist das, was ich nach einer halben Stunde sehe. Tolle Wurst. Was für ein Schmu. Erstmal begrüßt mich der Edge-Browser, dann kriege ich eine Diagnose- und Feedback-Warnung, wo man nur sagen kann, wie viele Daten man an Microsoft senden möchte. Und jetzt poppt auch noch McAfee auf. Ah, Windows. Firmware-Updates müssen über ein HP-eigenes Tool, das der Support Assistant, heruntergeladen werden und dann auch hier mit alles auf Englisch übrigens akzeptiert werden, dass sie jetzt installiert werden. Und so sieht das Tool aus. Ja, wird installiert. Damit kann ich ein BIOS-Update dann installieren. Und ja, ich sage einfach mal Next und sag Update und hoffe, dass dann das BIOS oder EFI-Update dann auch ausgeführt wird. Ja. Und dass das Ganze dann auch irgendwie klappt. Es ist halt blöd, dass man das Windows haben muss, um dieses BIOS-Update machen zu können. Ich weiß gar nicht, geht es auch ohne Windows möglich? Möglicherweise schon. Genaues weiß man nicht. Jetzt schauen wir uns nochmal das Update an. Wird neu gestartet. Das dauert auch wieder eine Ewigkeit. Das ist typische Microsoftsche Geduldsspiel, was man da haben muss. Und jetzt hat meine Kamera Probleme beim Fokussieren, aber dann bootet es tatsächlich in das HP BIOS Update Gedönse und ich kann dann einfach sagen Apply Update Now und dann wird tatsächlich ein Update durchgeführt des BIOS und so sieht es also aus, wenn man ein BIOS Update macht und jetzt fängt er auch an zu schreiben, wie man sehen kann. Hoffen wir mal, dass das Ganze irgendwie dann auch gelingt. Anscheinend hat das Update geklappt, der Firmware, und jetzt warten wir noch die paar Sekunden und dann wird im Grunde genommen das System neu gestartet mit der neuen Firmware. Und dann sollte das Update des EFIs, des BIOSes dann gelungen sein. Anscheinend nicht, er updatet immer noch was. Microcode Update. Ah, installiert die Intel Microcode Updates ins BIOS hinein. Eine auch interessante Geschichte. Also gegen Spectre. Schön, dass das Notebook auch Spectre heißt. Ironie der Geschichte, würde ich mal behaupten. Es dauert aber auch alles. Also falls ihr so einen Rechner in Betrieb nehmt und dann erstmal alles updatet, nehmt euch eine Stunde, vielleicht sogar zwei Zeit, je nachdem wie schnell eure Internetleitung ist. Weil ja, das braucht ihr dann, wenn ihr mit Windows arbeitet. Es dauert aber auch alles. Das HP Support Assistant Tool bietet eben auch Updates für die mitgelieferten Treiber an. Das heißt, hier sehen wir zum Beispiel Bluetooth, Intel-Chipsatztreiber und Intel HDA, also Soundtreiber, die jetzt hier drüber geupdatet werden können. Es hat also ein eigenes Update-Tool. Man muss nicht das Microsoft Windows eigene Update-Tool dafür verwenden. Ob das jetzt hier besser ist, ich habe keine Ahnung. Das hier ist auch recht lustig von der HP Support Assistant Update Geschichte. Nachdem eben das Update durchgelaufen ist von einigen Programmen, die in einem eigenen Programm natürlich laufen, eigenen Setup laufen, wird von dem Programm gefragt, ob jetzt das Update erfolgreich installiert worden war oder nicht. Und ja, ich schätze mal ja, aber das wird halt nach jedem Update der Chipsatztreiber, der Bluetooth-Treiber und so weiter gefragt. Ist natürlich auch so ein bisschen Kokolores, nicht wahr?
Und standardmäßig verwendet dieses Windows auch nicht das normale Scrolling, sondern Natural Scrolling. Das heißt, ich muss hier quasi falsch herum auf dem Touchpad wischen, um hier hoch und runter scrollen zu können. Und was ist eigentlich all diese Werbung hier in diesem... Ach du Scheibenkleister, Mann. Unglaublich. Wie kann man sowas eigentlich nutzen, so ein Betriebssystem? Diese Schmerzen. Ja, dieses Installationsfenster für den Intel High Definition Graphics Driver sehe ich jetzt auch schon seit 15 Minuten. In der Taskleiste seht ihr kein anderes Fenster irgendwie im Hintergrund offen. Weil ich zuerst gedacht habe, ja, vielleicht ist es irgendwie im Hintergrund geöffnet oder sowas und ich müsste es dann ausführen. Aber nee, es läuft hier schon seit 15 Minuten und tut sich im Grunde genommen nichts. Und ich fürchte, ich muss den Task Manager bemühen und das Ganze irgendwie killen. Ja. Das ist auch nicht so das Gelbe vom Ei, würde ich mal behaupten. So, nachdem ich das tatsächlich gekillt habe und nochmal neu gestartet habe, taucht jetzt auch so ein Fensterchen auf. Und das ist wohl der HDR-Treiber für die Soundkarte. Und jetzt scheint das Ganze mit der Installation auch zu klappen. Ärgerlich, wenn man wartet und wartet und nicht weiß, was abgeht. So, jetzt ist die Installation eigentlich beendet. Mal schauen, ob er jetzt das Ganze mitkriegt oder ob er wieder abkratzt. Wir werden sehen. Ach, ich sehe hier gerade auch, apropos, bei Windows gibt es keine Konsole oder kein Fensterchen. Das hat sich gerade aufgepoppt unten. Das ist anscheinend die Treiberinstallation für diesen HDR-Treiber. Also für die Leute, die immer rummeckern, auf Linux gibt es immer Konsolen und schwarze Fensterchen mit weißem Text. Das gibt es anscheinend auch auf Windows, wenn man Treiber installiert. So, und weil das auch noch einige Leute interessiert, wie sieht es aus mit Speicherplatz? Nach der ganzen Installation, wie gesagt, 512 GB sind hier an SSD verbaut. Anscheinend hat die Partition 475 GB, 432 GB sind also noch frei. Das ist also das, was ihr dann frei habt, nachdem die Updates installiert worden sind. Ich gehe davon aus, dass alle Updates installiert worden sind. Und kann man hier irgendwie Rechtsklick und dann in die Datenträgerverwaltung, dann kann ich euch noch die Partitionierungs- und die Aufteilung anzeigen. Also ein EFI-FAT-System ist dabei. Das Windows C liegt auf einem NTFS mit 475 GB und das Windows RE mit 89 MB daneben. Das ist also das Restore-Gedönse anscheinend. Was mich ein bisschen wundert, aber das kann mir vielleicht einer im Kommentarbereich sagen, es gibt keinen Windows-Key, den ich irgendwo hier sehe, der irgendwo draufgeklebt ist am Laptop oder so. Wahrscheinlich existiert der nur virtuell irgendwo am PC. Falls ich mal neu installieren müsste oder den Key weiterverkaufen wollen würde. Nun ja, ich habe aber keine Ahnung, wie das hier aussieht mit Windows. Dropbox ist vorinstalliert. Eine Promotion auf jeden Fall, das ist HP Jumpstart, keine Ahnung, was das ist. Werbung gibt es hier, Candy Crush und so ein Kram ist mit dabei. Und Groove Music, HP hat noch ein paar Sachen wie Audio Controller, Audio Switch, Command Center, Print, Software, Hilfe und Support, Jumpstart, Hardware Diagnostics, Windows, Event Utility, LinkedIn ist mit dabei, McAfee ist mit dabei. Microsoft News, Microsoft Solitaire, Store, Mixed Reality Portal, Mobilfunktarife, Netflix, OneDrive, OneNote, Outlook, Paint 3D, PowerPoint, Publisher, Rechner, Skype, Thunderbolt Software, Wetter und so weiter und so fort. Xbox und Xing sind irgendwie mit in dem ganzen System mit drin. Windows 10 optimale Apps für den Einstieg sind auch noch drin, Access auch noch. Also mir gefällt das Ganze nicht, das klingt alles nach Bloatware.